Und der nächste Redner ist Yannick Schetti von den NEOS. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ja, wir NEOS, wir stimmen dieser Regierungsvorlage zu, aber ich sage es gleich vorweg und gleich zu Beginn, ohne der hier verbreiteten Euphorie und der Begeisterung für diese Regierungsvorlage, sondern aus ganz nüchternen Gründen. Wir stimmen zu, weil die derzeitige Rechtslage insbesondere für junge Menschen, aber auch für Menschen mit einem geringen Einkommen unbefriedigend ist, weil sie bei einem Abschluss eines Mietvertrages für einen Makler in der Regel zu zahlen haben, obwohl nicht sie es waren, die in der Regel ihn faktisch beauftragt haben. Und das ist deswegen gut, weil Mieter dadurch nicht mehr verpflichtet werden, automatisch 2 bis 3 Monatsmieten beim Abschluss eines Mietvertrages hinzulegen. Aber es gibt natürlich auch in dieser Regierungsvorlage einige Tücken und die wurden im Ausschuss aus unserer Sicht nicht ausreichend beantwortet. Der erste Punkt ist, natürlich wird diese Gesetzesänderung dazu führen, dass in Mietverträgen, die nicht dem Mietrechtsgesetz unterliegen, also im freien Mietmarkt, der Vermieter das, was er jetzt zahlen muss, an den Makler aufschlagen wird. Also monatlich sich die Miete erhöhen wird. Ich meine, das ist ganz logisch. Und jemand, der häufig die Wohnung wechselt, der wird profitieren von dieser Gesetzesänderung. Jemand, der länger in ein und derselben Wohnung bleibt, der wird auf die lange Bank gesehen nicht davon profitieren, weil er unterm Strich mehr zahlen wird. Ich meine, das könnte man eingestehen. Es wäre auch eine Abwägung zu sagen, es ist trotzdem wünschenswert. Aber Frau Bundesministerin, Sie haben im Ausschuss dann argumentiert mit Angebot und Nachfrage, war etwas kurios, die Begründung, insbesondere von einer grünen Ministerin, weil sie dann sozusagen argumentiert haben mit der freien Hand des Marktes, die das im Sinne der Mieterinnen und Mieter regelt, was aber hier ökonomisch nicht wirklich Sinn ergeben hat, ihre Argumentation. Natürlich wird das dazu führen, dass die Mieten im freien Mietmarkt steigen werden. Und der zweite Punkt, den wir auch kritisch sehen, ist die Evaluierung dieser Novelle, die Sie angesetzt haben mit 2027, wo Sie und auch diese Bundesregierung aller Wahrscheinlichkeit und aller Hoffnung nach auch nicht mehr im Amt sein wird. Also ein doch recht langer Zeitraum. Eine Evaluierung wäre zeitiger notwendig, um auch zu sehen, ob die Entwicklungen ähnlich sind wie in Deutschland. Also ob der Markt intransparenter wird und vor allem, ob die Mieten dadurch steigen. Und ganz grundsätzlich ist zu sagen, dass es wie so oft hier eine Ablenkungsdebatte ist, eine Ablenkungsnovelle, denn am Ende des Tages ist doch wünschenswert, gerade in Zeiten der Teuerung, dass den Menschen am Ende des Monats mehr Geld übrig bleibt. Erstens, Leistung muss sich wieder lohnen. Zweitens, Menschen, die Vollzeit arbeiten, denen muss mehr übrig bleiben. Die Vorschläge haben wir heute schon unterbreitet. Und drittens müssen Steuern und Abgaben endlich runter, auch vor dem Hintergrund steigender Mieten, weil wenn Menschen am Ende des Monats mehr übrig haben, dann federt das auch höhere Kosten im Bereich der Mieten ab. Und deswegen wäre unser Wunsch, dass Sie weniger mit der Gießkanne arbeiten, weniger sich auf Nebenschauplätzen aufhalten, sondern sich dem widmen, dem man sich eigentlich widmen müsste, nämlich den großen Brocken und nicht dem Klein-Klein. Zu einer Stellungnahme um Frau Bundes. Es handelt sich hier um eine Ablenkungsnovelle, kritisiert Yannick Schetti von den NEOS.